Hallo zusammen, ich habe gestern eine Erdbeerwickeltorte gebacken. Ich habe diese Torte neulich gesehen auf einem YouTube-Kanal von Sally Backt, war total begeistert, habe mir alle Zutaten gekauft und einfach mal losgelegt. Jetzt muss ich dazu sagen, der Biskuitteig ist nicht so ganz mein Freund und es hat bei diesem Videodreh einige Pleiten, Pech und Pannen gegeben. Das Ergebnis war dann überraschenderweise doch ganz schön. Wir haben dann den Kuchen verzehrt. Ich habe auch hinterher noch Aufnahmen gemacht von einem aufgeschnittenen Stück. Es sah wirklich gut aus und es hat auch wirklich gut geschmeckt. Meine Gäste waren ganz begeistert. Und auch wenn dieses Video nicht so ganz geklappt hat, also die Abläufe waren nicht so optimal, möchte ich es vielleicht doch einstellen und vielleicht hat ja der eine oder andere Spaß daran, sich das anzugucken und vielleicht kriegt ihr das ja auch besser hin. Okay, und nun viel Spaß beim Video. Für den Keksboden habe ich 150 Gramm Butterkekse zerkleinert. Ich habe das jetzt mit einer Teigrolle gemacht. Man kann das auch mit dem Multizerkleinerer machen. Und dann habe ich hier ungefähr 90 Gramm Butter oder Margarine in meinem Fall. Für den Biskuitboden brauche ich 100 Gramm Mehl, 100 Gramm, nein, das brauche ich später, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein bisschen Vanilleextrakt und eigentlich bräuchte ich 4 Eier Größe L. Jetzt habe ich hier 5 Eier genommen, weil die sehr klein sind. Ich hoffe, dass das genauso geht. Ich würde jetzt mit dem Keksboden anfangen und würde jetzt die flüssige Margarine hier reingeben und das ein bisschen vermengen. In der Zwischenzeit habe ich schon mal den Backofen vorgeheizt auf 210 Grad Ober-Unterhitze, damit der schon wirklich vorgeheizt ist, wenn der Biskuitteig fertig ist. So, dieses habe ich jetzt schon mal vermengt. Dann habe ich mir hier schon ein Tortending zurechtgeschoben, also auf 20 cm eingestellt. Da habe ich jetzt Backpapier drunter gemacht und dann habe ich das hier schon auf der Tortenplatte. Und gleich, während der Biskuitteig gerührt wird, kann ich das hier schon mal reintun und hinstellen. Für den Biskuitteig werde ich jetzt die Eier zusammen mit dem Zucker und der Prise Salz schon mal in die Schüssel geben. Ich war gerade so ein bisschen abgelenkt. Also es kommen tatsächlich die ganzen Eier rein. Es gibt ja auch Rezepte für den Biskuitteig, wo der Eischnee separat geschlagen wird. Das hier ist offensichtlich nicht so. Ich habe es auch noch nicht so gemacht, aber ich bin gespannt. Biskuitteig ist eigentlich nicht ganz so mein Favoritenteig. Meistens geht er bei mir nicht richtig auf, aber ich bin gespannt. So, die Eier sind schon mal drin. Gut. So, den Zucker rein. Die Hände schon mal beschmiert. Das kann schon mal weg. Eine Prise Salz und ein bisschen Vanilleextrakt. So, und jetzt muss das Ganze in der Küchenmaschine für 10 Minuten geschlagen werden. Wenn man jetzt ein Handrührgerät nur hat, dann hat man ein kleines Problem, würde ich sagen, weil das ist ziemlich langwierig, das 10 Minuten festzuhalten. Ich habe das, bevor ich meine Küchenmaschine angeschafft habe, aber auch gemacht. Also es geht. Man hat zwar hinterher einen schweren Arm, aber es geht. Also ich stelle es jetzt in die Küchenmaschine und lasse das für 10 Minuten schön schaumig aufschlagen. Ich habe die Küchenmaschine einmal kurz abgestellt, um das eben zu erklären. Ich habe jetzt dieses Kekskrümmel-Margarine-Gemisch hier in den Tortenring gemacht und festgestampft und das stelle ich jetzt erstmal in den Kühlschrank, damit das schön durchkühlt. Jetzt kann ich die Küchenmaschine anstellen.
So, die Eimasse ist jetzt hellcremig aufgeschlagen und jetzt würde ich das Mehl darüber sieben und ganz vorsichtig unterheben. Ich hoffe, das funktioniert. Was ist da drin? So. Das Mehl sieht, das sitze ich gar nicht, aber so geht's. So, und jetzt versuche ich das ganz vorsichtig hier unterzuheben. Ob der Teig jetzt die richtige Konsistenz hat, ich weiß es nicht, aber sollten natürlich auch keine Mehlnester sein, aber zu viel von der Fluffigkeit sollte er jetzt auch nicht einbüßen. Also nicht zu viel rühren. So, jetzt habe ich hier auf dem Backblech schon einen Backrahmen hingestellt. Den habe ich mir letzte Woche erst gekauft. Ich habe ihn auch schon einmal ausprobiert für Nussecken. Jetzt habe ich ihn auf die größte Einstellung gestellt und jetzt würde ich den Teig da drauf verteilen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Hier unten sehe ich schon gerade. Ja. Sieht ja relativ fluffig aus. Es besteht jetzt die Kunst, das dann bis in die Ecken genau zu bekommen. So eine Winkelpalette habe ich nicht, aber ich werde das jetzt mal mit diesem Teigschaber versuchen. So. Ich denke, damit wird das auch gelingen. Hoffe ich zumindest. Weil die Platte muss nämlich wirklich exakt bis an den Rahmen gehen. Also ich denke, man wird es auch so machen können, also nur auf dem Backblech. Da muss man dann halt hinterher so ein bisschen begradigen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Wenn man das im Fernsehen so sieht, bei den Profiköchen und Profibäckerinnen, Bäckern, dann sieht das immer so einfach aus. Und wenn man das dann zu Hause nachmachen will, dann wird das Ganze schon etwas schwieriger. So, aber ich glaube, es sieht ganz gut aus, wenn er jetzt noch aufgeht. Ich glaube, allzu sehr braucht er auch nicht aufgehen. Ich glaube, es ist ein ziemlich dünner Teig. Jetzt verteile ich das hier nochmal und dann geht er sofort ab in den Backofen. Der ist nämlich schon vorgeheizt, jetzt auf, wie ich gesagt habe, auf 210 Grad Ober-Unterhitze. Und jetzt geht's ab. Und zwar für 9 bis 10 Minuten. So, ich habe es jetzt erstmal auf 9 Minuten eingestellt. In der Zeit kann ich jetzt schon mal die Zutaten, schon wieder dreckig hier, die Zutaten vorstellen für die Füllung. Und zwar brauche ich da 500 Gramm Quark. Das ist egal, ob ich habe jetzt hier Magerquark. Dann habe ich 80 Gramm Puderzucker, 400 Gramm Sahne, also nicht 400 Milliliter, sondern ich habe 400 Gramm abgewogen. Dann kommt abgeriebene Zitronenschale etwas rein. Zitrone habe ich im Moment nicht, ich hatte aber noch so Zitronenabrieb im Päckchen. Und dann brauche ich noch Sanapat. Das habe ich heute auch das erste Mal, da brauche ich 9 Teelöffel. Ich bin gespannt. Gut, während der Teig im Ofen ist, würde ich jetzt den Quark mit dem Puderzucker verrühren. Und dann kommt ganz langsam die Sahne dazu gegossen und immer wieder ein Teelöffel von diesem Pulver. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich werde mir das mal vielleicht in eine Tasse umfüllen oder in ein Marmeladenglas, dass das einfacher zu handhaben. Gut, dann werde ich jetzt mal den Quark mit dem Puderzucker verrühren. Biskuit ist jetzt fertig gebacken. Ich hoffe zumindest, dass er jetzt gut ist. Er hat eigentlich eine schöne Farbe. Ist nicht ganz so gleichmäßig hoch. Und dann löse ich den jetzt hier gleich am Rand. Mit scharfem Messer. Ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
dann werde ich ihn gleich stürzen. Das hoffe ich auch so, dass das funktioniert. Aber in der Biskuitrolle funktioniert sie auch. So, mal eben schauen, ob das hier jetzt richtig wird. Ei, das habe ich mitgebacken. Das sollte eigentlich gar nicht sein. Na, sie haben es überstanden. Ist immer noch nicht richtig eingeschnitten. Aha, hier löst es sich. Da sind diese doofen verstellbaren Haken, die waren da im Weg. So, da ist immer noch was im Argen. Aha. Das jetzt mal eben hier runterziehen. Nee, das mache ich jetzt doch anders. Aber wie? So. Erstmal muss das hier. So, jetzt kommt die Kunst. Das einmal umzudrehen. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das dachte, aber ist noch nichts kaputt. Okay. Ah, ist nur ein bisschen eingerissen. Ist nicht schlimm. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen angestellt. So. Jetzt haben wir das jetzt. Jetzt muss vorsichtig das Papier abschneiden. Schneiden, abziehen, wenn es denn geht. Ja. Nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Nicht gut. Stück. Ein kleines Stück bitte. Hier ist der Teig ein bisschen dünn geraten, glaube ich. Warum poppt das denn hier so dran? Das ist nicht gut. So. Jetzt kommt da sofort das andere Küchentuch drauf. So. Und jetzt werde ich es zum Auskühlen stellen. Gelingt das denn jetzt, wie ich mir das vorstelle? Auch nicht. Dann nehmen wir auch mal den Tortenretter. Das ist auch nicht gut, aber so, jetzt geht er erstmal zum Auskühlen in den Wintergarten. Den Keksboden habe ich jetzt aus dem Kühlschrank geholt und jetzt habe ich eben noch ein bisschen Erdbeermarmelade drauf verteilt. Ich glaube, das waren so 4 Esslöffel. Das hatte ich vorhin vergessen zu sagen, aber das muss nicht unbedingt. Also das ist jetzt nicht zwingend, dass man die noch hat und den stelle ich jetzt erstmal zur Seite, den Boden. Denn jetzt hole ich noch die, den Biskuitboden rein und ich hoffe, dass es da wirklich zügig jetzt weitergeht.
So, den Biskuitboden, der jetzt nicht so gut gelungen ist, muss ich ja schon sagen. Also die dunkle Seite ist jetzt unten. Den habe ich jetzt hier in Streifen geschnitten. Ich hoffe, er ist auch jeweils durchgeschnitten, aber es sieht ganz gut aus. Man sieht hier schon, es ist nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber Sally kann das alles viel besser. Naja, gut. Jetzt habe ich hier die Creme. Und die werde ich jetzt da, drei Viertel der Creme werde ich jetzt hier drauf verteilen. Ja, das wird jetzt, das ist schon ziemlich fest. Ob das jetzt sowas wird, ich bin mir nicht sicher. Das gefällt mir noch nicht so. Naja. Das jetzt mal einfach mit der Palette so ein bisschen zu verstreichen. Erdbeeren brauche ich auch für die Füllung, und zwar 200 Gramm. Ich habe 500 Gramm Erdbeeren gekauft. Davon kommen jetzt 200 Gramm in Scheiben geschnitten gleich auf diese Füllung. Und der Rest wird dann auch noch in Scheiben geschnitten. Und kommt dann hinterher oben drauf. So. Das ist jetzt nicht gleichmäßig, wobei ich glaube, es muss gar nicht so gleichmäßig sein. Also die Streifen waren jetzt, ich habe fünf Längsstreifen gehabt. Ich hatte gehofft, dass ich die Teigplatte so 30 Zentimeter breit hinkriege. Es waren jetzt nur 28, da habe ich das dann durch 5 geteilt. So, hier ist noch ein bisschen wenig. Und jetzt kommt der springende Punkt. Ich stelle mir jetzt hier schon mal dies so daneben. Ich habe hier auch immer wenig Platz und es sieht immer aus wie gleiches Chaos. So. Jetzt drehe ich das mal einfach so. Mache ich das jetzt schon drunter weg. Das wird jetzt auch so. Wie kann ich das jetzt am besten hinkriegen, dass man alles sieht? Irgendwas ist immer im Wege. So, jetzt versuche ich das mal. Und zwar... So, ist das Backpapier wieder im Weg. Schrecklich. Das hier erstmal begradigen. So, und jetzt wird's was. Ach, die Erdbeeren, genau. Jetzt hätte ich die bald vergessen. So, jetzt lege ich die Erdbeeren hier drauf. Das sind jetzt 200 Gramm Erdbeeren, die habe ich in Scheiben geschnitten. Das ist jetzt wieder so eine Arbeit, die ich überhaupt nicht mag. So Kleinzeug. Die Erdbeeren sehen auf jeden Fall gut aus. So, wenn ich jetzt nicht alle verteile, dann ist das nicht schlimm. Die kann ich dann hinterher oben drauf auch noch immer noch gebrauchen. Jetzt gibt es eine schmierige Angelegenheit. Jetzt wickele ich das hier nämlich auf. Ei. Ja, das ist nicht gut. Ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Und jetzt setze ich das hier drauf.
Man sieht das schon, es ist hier nicht so akkurat gebacken. Und jetzt müsste ich eigentlich, jetzt ist das hier nicht so schön durchgeschnitten. Da bin ich jetzt doch mal gespannt, ob das was wird. Und zwar muss ich das jetzt hier drum wickeln. So, hier fallen jetzt die Erdbeeren schon runter und eieiei. Der Teig beißt auch schon. Das ist nicht so schön. Ich glaube, ich mache mir das einfacher. Ich mache hier einfach, dass ich nicht so einen langen Streifen habe. So. Ich glaube, es geht besser. So. Ja, ich glaube, das ist doch viel besser. Jetzt der Anfang da. So, also ich glaube, war da ja eben etwas skeptisch. Ich glaube, wenn die Torte hinterher fertig ist und angeschnitten wird, dann sieht das kein Mensch mehr, dass ich da mehrere Teile geschnitten habe. Und man sieht es auch gar nicht mehr, dass der Teig so ein bisschen misslungen ist. Ich hoffe es jedenfalls. Gut. Ich das hier erstmal an die Seite tun. Ich mein Brett. So, jetzt sieht es so aus. Und jetzt kommt nämlich der Tortenring wieder ins Spiel. Den muss ich jetzt hier ein bisschen größer stellen, damit er auch hier drum passt. Und dann hier schön zusammenziehen, damit sich das hier festigt. So. So. Jetzt habe ich mir den Keksboden so ein bisschen zertrümmert, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht schlimm. Und jetzt werde ich nämlich den Rest von der Creme hier drauf verteilen. Und da kommen hinterher noch die restlichen Erdbeeren drauf. Aber das zeige ich euch später. Gut, dann werde ich das jetzt hier verteilen. Und dann muss die Torte auch erst für ungefähr 2 Stunden in den Kühlschrank. Es ist schon ein bisschen fest, die Creme ist schon ein bisschen fest geworden, aber das kriege ich hin. So, wenn die 2 Stunden um sind, dann geht es weiter. Ich war jetzt für 2 Stunden im Kühlschrank und ich habe mir überlegt, jetzt mache ich erstmal oder versuche erstmal das Backpapier hier drunter wegzuziehen. Ja, ich glaube, das geht ganz gut. Ich habe ja hier so ein Torten. Tortendeckel drunter. So, und jetzt werde ich hier ganz vorsichtig mal das rausschneiden, also den Tortenring entfernen. Bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Schon hängen. So. Das jetzt? Ja. So. So. Die Torte sieht jetzt so aus. Ein bisschen ungleich gestrichen. Hier ist so ein bisschen
Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Und jetzt müssten eigentlich hier solche Kekse drauf. Der Plan ist jetzt folgender. Ich habe hier diese Gebäckröllchen gekauft und die sollen jetzt eigentlich so ein bisschen in Kuvertüre getunkt werden. Und dann werden die hier so drauf dran gestellt. Ich habe jetzt eben schon mal durchgezählt. Es ist eigentlich zu wenig, um sie ganz dicht an dicht zu stellen. Aber ich werde es jetzt trotzdem probieren. Und die Kuvertüre, die wollte ich so ein bisschen rosa färben. Da habe ich rote Lebensmittelpaste gekauft. Und da habe ich 200 Gramm weiße Kuvertüre, habe ich jetzt hier schon mal zum Schmelzen hingestellt. Dafür habe ich heißes Wasser, also kein kochendes, das wird jetzt langsam heiß. Ich drehe es schon ein bisschen runter. Und da habe ich jetzt die weiße Kuvertüre, da kommt dann gleich noch die rote Farbpaste dazu. Und dann brauche ich noch ein bisschen Kokosöl. Genau, 30 Gramm. Nee, das stimmt nicht genau. Nur 20 Gramm. 20 Gramm Kokosöl, das habe ich hier auch schon stehen. Und genau, Kokosöl ist auch schon da. Ich lasse das hier erstmal schmelzen und dann gebe ich den Rest von der Kuvertüre. Ich hatte 200 Gramm gekauft. Der Rest, wenn das geschmolzen ist, gebe ich das dann dazu. Dann habe das so die passende Konsistenz. Und das Kokosöl kommt dann noch dazu. Und dann werde ich mal sehen, wie das mit der Farbe funktioniert. Ich hoffe, dass das einigermaßen sich auflöst, dass es nicht irgendwie flockig wird. Gut. Ich habe jetzt schon mal da begonnen, die Röllchen hier mit rosafarbener Kuvertüre einzupinseln. Und dann stelle ich die hier einfach so aufrecht dran, in der Hoffnung, dass es dann fest wird und an der Torte kleben bleibt. Das jetzt hier so auf Abstand gemacht, sieht man schon, damit ich mit meinen Röllchen reiche. Hoffe ich jedenfalls. Genau berechnet habe ich es nicht. Und wenn das dann fest geworden ist, dann kommen hier oben noch Erdbeeren drauf. Und ich hatte ja 500 Gramm Erdbeeren gekauft und 200 Gramm hatte ich ja für die Füllung gebraucht und der Rest kommt dann oben als Dekoration drauf. Und dann wird es ja sich noch zeigen, dann kommt das Ganze nochmal in den Kühlschrank und dann wird es ja sich nochmal zeigen, wie sich die ganze Torte dann beim Zerschneiden verhält. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das alles auseinanderbricht, aber das sehen wir dann. Die Torte war jetzt über Nacht im Kühlschrank und bevor meine Gäste gleich kommen, werde ich jetzt noch mal hier oben Erdbeerscheiben verteilen. Also ich hatte ja 500 Gramm Erdbeeren gekauft, 200 Gramm waren in der Füllung und 300 Gramm habe ich jetzt noch hier. Mir kommt das ein bisschen viel vor, aber ich werde sie jetzt mal hier verteilen. Es kann ja sein, dass einem das nur sehr viel vorkommt. Also letztendlich war ja die Herstellung dieser Torte mit Pleiten, Pech und Pannen behaftet, was vielleicht teilweise an meiner Unbeholfenheit liegt, aber irgendwie, weiß ich auch nicht, hatte ich vielleicht keinen guten Tag. Vom Optischen her würde ich sagen, sieht sie gut aus. Was ich jetzt aber schon festgestellt habe, dass die Creme viel zu fest ist. Also dieses Verdickungsmittel, diese Sanapat, in dem Rezept war angegeben 9 Teelöffel. Ich glaube, das ist viel zu viel. Also beim Verteilen dieser Creme gestern habe ich ja schon gemerkt, das zog unheimlich schnell an. Also sie wurde unheimlich schnell fest. Also 9, ich habe, wie gesagt, das war das erste Mal, 9 Teelöffel ist meiner Ansicht nach viel zu viel. Aber ich habe ja auch das erste Mal damit gearbeitet, von daher glaube ich, würde ich das nächste Mal anders dosieren. Ich denke, 7 oder 8 Teelöffel hätten gelangt. Wobei mir gerade einfällt, ich nehme ja nie Sahne, sondern immer nur
Sahneersatz. Und da habe ich schon festgestellt, dass das auch ein bisschen fester wird oder schneller fest. Vielleicht ist es tatsächlich so, wenn man richtige Sahne benutzt, dass dann diese 9 Teelöffel wirklich sein müssen. Ich werde es ja gleich beim Durchschneiden feststellen, ob jetzt dann die ganzen Erdbeeren hier runterpurzeln oder wie auch immer und wie sich die Torte insgesamt verhält. So würde ich sagen, optisch ist sie ja jetzt schon ganz schön geworden. Ich hätte mir vorgestellt, dass dieser Schokoladenüberzug durch die rote Lebensmittelfarbe ein bisschen kräftiger wäre. Es ist ja jetzt eher so lila geworden. Nichtsdestotrotz könnte ich ja jetzt vielleicht noch zur Deko so ein bisschen Zitronenmelisse noch drauflegen. Das werde ich gleich nochmal aus dem Garten holen. Und dann würde ich sagen, ist das erstmal geschafft. Ich tue sie jetzt noch in den Kühlschrank, bis meine Gäste da sind. Und werde nachher noch ein Foto machen, wenn sie aufgeschnitten ist. Sprich, ein Stück fotografieren, wie sie von innen aussieht. Und dann gibt es das Fazit.